Als bildende Künstlerin schätze ich es sehr, dass die Beschäftigung mit dem Loiger-Denkmal zu einem Kunstprojekt führen wird. Deswegen auch, weil sich dieses Thema sehr schwer tut, in dieser Stadt auf politischer Ebene diskutiert zu werden. Und als Wienerin, die aus einer jüdischen Familie kommt, bin ich sehr froh, dass der Kommentar zum Loiger-Denkmal, an dem ich täglich auf meinem Weg ins Café Brückel vorbeigehe, sich nicht mehr nur in meinem Kopf wird abspielen müssen.